200 Jahre ist Salzburg nun mal Österreich. Das Thema Grenze ist aber nicht nur aufgrund dessen aktueller denn je. Wir wollen das Thema heute einmal aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachten. Warum ich mich hier am Europasteg zwischen Lauf und Oberndorf befinde, hat einen bestimmten Grund. Welcher das ist, lassen Sie sich überraschen. Das ist Herr Meier. Sein größtes Hobby ist die Musik. Allerdings hat er ein Problem. Alleine zu singen oder zu musizieren, macht ihm wirklich keinen Spaß. Doch Herr Meier hat eine Idee. Er fragt seine Frau und die beiden gemeinsamen Kinder, ob sie mit ihm musizieren wollen. Gesagt, getan. Ein schönes Lied erklingt im Garten der Familie Meier. Zufällig sind gerade einige Nachbarn im Freien und schließen sich, ebenso wie der Opa, der Singrunde an. Bald stoßen mehrere Schulfreunde der beiden Kinder hinzu. Die Gruppe wächst und wächst. Die wunderbare Melodie locken Frau Ming und Herrn Samo, die gerade am Garten vorbeispazieren, an. Auch sie stimmen in das Lied mit ein. Ein wunderbarer Chor ist entstanden. Das Besondere an ihm? Die Vielfalt an Persönlichkeiten. Egal welcher Herkunft, ob Mann oder Frau, alt oder jung, ob mit Brille, Zahnspange oder im Rollstuhl, Musik verbindet und geht über jegliche Grenzen hinaus. Auch wenn es um geografische Grenzen geht. Wir kehren an unseren Ausgangspunkt zurück, den Europasteg zwischen Laufen und Oberndorf. Man muss wissen, seit 200 Jahren gehört Laufen zu Deutschland, Oberndorf zu Österreich. Die beiden Orte verbindet dennoch einiges. Bestes Beispiel der Klangbogen. Die Idee hinter dieser Veranstaltung ist simpel. Kinder von Trent und Herr Rent musizieren gemeinsam mit ihren Lehrenden an verschiedenen Stellen in Laufen und Oberndorf. Den Beginn bildet ein Konzert in der Stiftskirche Laufen. Von dieser ausgehend verläuft der von Musik begleitete Weg über den Europasteg weiter entlang der Salzach bis zum Schulzentrum Oberndorf. So wird ein wahrer Klangbogen gespannt. Übrigens, jeder ist dazu eingeladen, als Zuhörer an dieser musikalischen Reise teilzunehmen.